Gemeinde, hier ist wieder euer Rainer. Ich melde mich aktuell aus dem österreichischen Untergrund. Leider ist es uns bislang nicht gelungen, die Bundesregierung davon zu überzeugen, kriegerische Aktivitäten gegen Österreich vorzunehmen. Weshalb wir jetzt hier einfach die Sache in die eigene Hand genommen haben. Und wir sind jetzt in Österreich und beginnen hier durchgehend Beleidigungen zu entsenden in Richtung Deutschland. Außerdem gibt es auch häufiger kritische Vorkommen an der Grenze. Zum Beispiel haben wir letztens einen Grenzstein um 2 Meter verschoben. Wir haben eine Autobahn blockiert und mit einem Schild, wo drauf stand Deutsche raus und keine Macht den Deutschen. Ja, solche Sachen machen wir aktuell hier im österreichischen Untergrund, meine Freunde. Das ist aktuell nur eine kleine Zelle, wir sind erst 17 Leute, aber sie wächst stetig. Morgen erwarten wir 3 neue, sogar schon 20. Ja, und die Bundesregierung hat das schon mitbekommen. In Österreich gibt es aktuell noch Versuche, das runterzuspielen. Doch wir haben bereits ein paar kleine Geldscheine hinterlegt, damit sich da auch in Österreich Leute dem Anschluss anschließen. Also dem deutschen Anschluss, also dem österreichischen Anschluss. Oh, das sollte man vielleicht noch klarstellen. Nicht, dass wir außer in Deutschland annektieren. Das wäre ärgerlich. Wobei, weiß nicht, ob das schlimmer wäre. Nee, also eigentlich sollte Deutschland Österreich annektieren, aber das müssen wir noch klarstellen, das muss ich noch auf die Agenda schreiben. Martin, schreibst du auch bitte? Ja, danke schön. Gut, ja, ich mache jetzt hier weiter mit meinem Ding. Ich gebe ab an die Krabbe. Ich frage mich, an welchem Punkt der Geschichte der gute Rainer auf einmal so gut mit mir ist. Also seit wann sind wir Best Friends? Letztens, als ich ihn gesehen habe, hat er sich noch wochenlang gewehrt, endlich aus seinem Gefangenenzentrum rauszukommen. Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Millennium Dawn 2022. Reduced Instruction Set Processors, das klingt gut. Das klingt gut. Basic Fire Control, nee, wo gibt es das? Atomwaffen. Multicore Processors. Wir gehen jetzt erstmal die ganzen Forschungsgeschwindigkeitsboni durch. In der Hoffnung, dass die künstliche Intelligenz das nicht macht. Kann natürlich trotzdem passieren, dass sie es macht. Wir haben auch schon 19% World Tension. Afghanistan hat Turkmenistan den Krieg erklärt. Ja, wir haben jetzt hier unten zwei. Oh, Aserbaidschan hat Arzak den Krieg erklärt. Okay, jetzt geht's hier quasi überall ab. Aserbaidschan. Ah, auch gegen Armenien, ha? Mhm. Okay. Ah ja, die sind nicht ohne. Oh, da weiß ich nicht, wer hier gewinnt. Das soll ich aber mal ganz ehrlich. Das wird bestimmt relativ interesting. Ah ja, oh. Also Aserbaidschan ist zwar der Aggressor, die kriegen hier gerade. Okay. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Aserbaidschan ist hier aber richtig hart am Arsch. Jetzt ist nur noch... Ja, okay. Puppet wurde gepuppetet. Ist jetzt Puppet von Arzak. Hä? Wir haben vier Divisionen haben die... Mit 4 Divisionen haben die irgendwie Aserbaidschan zum Puppet gemacht. Ich sage jetzt mal nicht zu, meine Freunde. Sage jetzt mal nicht zu. Ja. Das war ja das mit dem Forced Peace. Jetzt haben wir dann auch Emphasize Justice fertig, was dafür sorgen wird, dass wir auf alle Fälle stärker nach rechts rutschen. Ist halt nur die Frage, gehen wir erstmal auf Wirtschaft und bauen unsere Wirtschaft aus. Ich würde mal behaupten, ja, machen wir. Ein Partisan Nationalist News Company forecloses. Das ist schlecht für unsere Sache. Wer ist denn jetzt eigentlich? Dritter Weg ist das jetzt hier oder ne? Naja, sowohl NPD, Hohenzollern, dritter Weg. Die drei Parteien sind die großen Gewinner aktuell. Von unserer neuen rechten Propaganda, die wir hier betreiben. Political Advisor. Wen gibt es denn hier so für die rechten Wege, die wir anstreben? Gibt's. Oh. Immerhin. Gibt's überhaupt irgendjemanden? Konservativ, demokratisch, Sozialdemokraten, Kommunisten, das wird mich... Ah, hier, 0,10. Aber warum hat der keine anderen Boni? Alle anderen haben irgendwelche Boni noch, wenn man da die einstellt. Okay, es gibt noch einige, aber... Hier zum Beispiel nicht konservativ... Wobei, das ist relativ schwach, 0,01. Also diese großen Boni sind alleinstehend. So weit... Sehe ich das jetzt auch? Nee, dann soll einfach seinen Job hier machen. Der gute, wer ist er denn? Lutz Bachmann. Forschungsboni haben wir auch mit dabei.
Wird's noch gebaut? Ah, nee, geht ja gar nicht. Bin so blöd, Alter. Geht doch gar nicht. Construction Speed mit 3. Wie gesagt, erstmal Wirtschaft. Das ist erstmal Main Priority. Partisan Reactionary News Company forecloses. Fourth Estate. Wer ist eigentlich diese Fourth Estate? Also, was laufen die denn? Der dritte Weg ist aber die Fourth Estate, oder? Das wäre der Third Estate. Nee, der dritte Weg. Third Way. Cool, ich check's nicht. Okay, das ist eine klassische Krabbe. Das läuft bis 2023, bis September, ein Jahr genau. Aber jetzt haben wir hier doch massiven Zuwachs. So, New Nationalist News Station. Und Partisan macht wieder zu. Ah, Fascist Fourth Estate. Fascist Fourth Estate? Monarchist Fourth Estate? Wo steht dieses Fourth Estate? Ja, kurz, bestimmt Fourth Estate. Was ist das? Vierter Stand. Hä? Was wollen die mir jetzt damit sagen? Also the Fourth Estate ist quasi irgendwie eine Bevölkerungsschicht. Die die faschistische, monarchistische Unterstützung sinkt quasi. Ich denke mal, so kann man es am einfachsten übersetzen. Es ist quasi, es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen und in dem Fall hier quasi übersetzt mit, simpel und einfach übersetzt mit der Unterstützung für bestimmte Parteien von der Bevölkerung. So, ja, ist halt das Problem, auf Englisch ist halt vieles wieder anders umschrieben und formuliert. Bei uns heißt es halt einfach Wählergruppen oder sowas oder Bevölkerungsgruppen oder Bevölkerungsschichten. Und so ist es dann hier in dem Fall auch quasi die Bevölkerungsschicht, Fourth Estate Bevölkerungsschicht, die dann halt da wählt oder so. Ganz einfach übersetzt. Okay, mal wieder was dazugelernt. Wenn ich es trotzdem noch falsch übersetzt haben sollte, dürft ihr mich gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und aufklären, was es denn wirklich zu 100% genau heißen sollte. Bin ich euch nicht böse. Sofern das Ganze, wo ich auch immer gerne darauf hinweise, in einem sachlich ruhigen, angenehmen, normalen Ton geschrieben wird und nicht hier mit irgendwelchen Beleidigungen oder blöden Sprüchen verbunden ist. Es kommt immer ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man Leute auf Fehler aufmerksam macht. So, ansonsten, Turkmenistan, Afghanistan, die sind auf alle Fälle keine Freunde, genauso wie Pakistan und Iran. Schauen wir die kurzen Verluste an. Afghan-Turkmen War, das ist relativ ausgeglichen. Das ist aber schlecht. Gut, wir haben so viel Unterstützung für den Nationalismus, dass ich davon einfach mal ausgehe, dass wir das verkraften können, ohne dass wir jetzt unsere Wirtschaft ruinieren. Afghanistan mit mehr Verlusten als Turkmenistan, aber haben halt eigentlich deutlich mehr Divisionen. Aber dafür ist Turkmenistan truppentechnisch stärker. Auch hier komplett ausgeglichener Krieg eigentlich, wobei Iran hier deutlich höhere Verluste hat. Und auch hier in dem Fall weniger Divisionen, aber mehr Manpower geschätzt. Der Iran greift hier natürlich an. Mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Sind jetzt natürlich für uns keine wirklich relevanten, interessanten Kriege. Das erste, was für uns von Interesse sein wird, ist die Annektierung. Oh! Das ist der koreanische Bürgerkrieg. Und der ist spannend. Wir sehen hier knapp 1 Million gegenüber 500.000-600.000. Nord gegen Süd. Wir sehen allerdings auf der anderen Seite deutlich mehr Fabriken. Oh, die Verluste sehen auch schon sehr krass aus. 12.000 zu... Ah, wobei. Da oben sind auch schon... Ah, ich glaube, die haben hier oben die Truppen beiseite geschafft, weil ich das nicht komplett falsch verstehe. Da dürften einige ihr Leben gelassen haben. Kriegt der ein oder andere einen Herzinfarkt, dass ich immer noch nur Zivilfabriken baue, aber... Ganz in Ruhe, Leute. Wir kriegen relativ viele Fabriken zugewiesen. Über unsere Fokusbäume. Vor allem auch Militärfabriken. Das ist voll. Da können wir hier die Produktion mal ein bisschen erhöhen. Wichtig wäre halt erstmal, dass wir unsere bestehende Ausrüstung voll bekommen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, dass wir da irgendwie in andere Bereiche investieren. A partisan progressive activist gains prominence. Progressive fifth estate will increase. Okay, meinetwegen, macht was ihr wollt. Ich gebe dafür nicht jetzt nicht mehr die politische Macht aus. So, die MPD mit 21%. In der Zwischenzeit stärkste Kraft.
Mit den Wahlen dauert es aber noch ein bisschen. Mal gucken, ob es hier auch Möglichkeiten für einen Bürgerkrieg gibt. Oder ob wir das einfach auch überspringen können. Oh, Turkmenistan. Oh. Aha. Ja. Wie soll ich sagen? Es ist interessant. Turkmenistan ist hier ein bisschen in afghanisches Gebiet eingedrungen, wie wir sehen können. Macht alle, was ihr wollt. Wie gesagt, diese ganzen Dinger. Die Politik können wir machen lassen. Da haben wir halt eben unseren politischen Berater, der dafür sorgt, dass unsere politische Gesinnung da auch im Land passt langfristig. Wie lange dauert es denn hier noch, bis wir Österreich mal besuchen dürfen? Ah, ist nicht mal lang. Nur noch 14 Tage. In 14 Tagen ist es soweit. Dann können wir Österreich besuchen. Und ich bin mal gespannt, ob es da Leute gibt, die sich gegen uns anschließen werden. Da können wir das Projekt quasi direkt beenden, aber ich glaube nicht, oder? Keiner garantiert Österreich. Das ist es nicht. Solange keiner Österreich garantiert, ist es erstmal entspannt. Jetzt haben sie auch noch keine Bündnisse gegründet. Der koreanische Krieg, da denke ich mal davon aus, der Norden ist wieder ver... Also wir sehen die Verluste der Democratic People's Republic of Korea, also Nordkorea, sind dreimal so hoch wie die der Südkoreaner. Ich denke mal, es wird sich auch nicht anders weiterentwickeln, weil die natürlich relativ aggressiv angreifen. Oh. Unser Kriegsziel ist justified. Was? Moment, ich höre irgendwas. Meine Freunde, hier ist wieder euer Rainer. Heute kämpfen wir. Die Österreicher haben uns aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Haben mein Beet als hässliches Blumenbeet bezeichnet. Es ist an der Zeit, diese Ungerechtigkeit ein für alle Mal zu bestrafen und Österreich wieder zurück unter deutsche Herrschaft zu bringen. Ich habe außerdem auch eine Umfrage gemacht. Immerhin 99,8% der Österreicher, die wir befragt haben, sind für einen Anschluss. Das nur nebenbei. Trotzdem ist es an der Zeit, dieses Unrecht, dieses Übel zu bekämpfen, welches meinem Blumenbeet angetan wird. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung auch hier mir jetzt zustimmt. Und wir werden Eigenmaschine in Österreich, habe ich gehört. Mit allem, was wir haben. Autos, Hunden, Katzen, vielleicht sogar Soldaten. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe vielleicht gehört, Polen hat uns ebenfalls aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Könnt ihr mal Ticket buchen? Ticket? Ich bin ein bisschen irritiert von diesen Zwischeneinblendungen. Vor allem, wie macht er das? Ohne mein Zutun, ohne mein Wissen. Fast so, ich sehe mich fast ein bisschen genötigt, Österreich den Krieg zu erklären. Also, folgende Sachlage hier natürlich. Wir haben an sich natürlich eine reine militärische, komplette Überlegenheit. Und was viel wichtiger sein dürfte, wir haben Luftüberlegenheit. Das ist das Allerwichtigste. So, noch die Jungs. Hä? Habe ich denen nicht mal Jobs gegeben? Ich habe denen doch eigentlich mal Jobs gegeben, oder nicht? Ich bin ein little bit confused. Nicht, dass ich aus Versehen den falschen Save geladen habe, aber gut, so viel Saves gibt es ja nicht. Leute, so. Wir haben immerhin jetzt 110 Fabriken, darunter aber leider nur 16 Militärfabriken, aber da arbeiten wir dran. Tendenz steigend, wie Sie sehen können. Und Österreich wird uns da sicherlich auch nochmal ein bisschen mithelfen mit ihren Fabriken. 7 Militärfabriken, 35 Zivilfabriken. Mal gucken, wie viele wir da genau nutzen können. Aber heute ist es an der Zeit, meine Freunde, Krieg zu erklären gegen Österreich. Ungarn wollte ich schon fast sagen. Ungarn gibt es aber in dieser Zeitlinie nicht mehr direkt mit Österreich verkuppelt. Ich bin sehr gespannt. Krieg wurde erklärt. Und natürlich marschieren wir auch direkt hier erstmal ein. Und schneiden die Österreicher hier idealerweise voneinander ab. Sehr gut, das hat schon mal schön geklappt. Natürlich haben wir auch Luftüberlegenheit mit dabei. Unsere 16 Support Planes, die hier mit eingreifen in den Krieg. Geben auf alle Fälle ihr Bestes. Sehr schön. Auch hier nochmal die Versuche österreichischer Offensiven. Verluste aktuell. 0 Mann in unserer Armee sind gestorben. Mal gucken, ob wir das doch so beibehalten können. Können wir da hinten langfahren? Können wir echt. Fahren wir doch mal hinten lang. Ah, hier gibt es noch kleine Dogfights. Ah, 13 Mann sind gestorben. Mögen sie in Frieden ruhen, tapferen Soldaten. So, die bewegen sich jetzt hier weg. Ihr könnt dort mal hin. Wann kommt ihr an? 22 Stunden, wann kommt ihr an? Ah, wann kommt ihr an?
Ah, länger, schade. Ne, gut, kommen wir nicht rechtzeitig an. Außer. Wir machen jetzt kurz Folgendes. Und stoppen das Ganze jetzt wieder. 35 Mann sind gestorben zu 1600. Schauen wir mal, dass wir Feldkirchen noch erobern. Oder Feldkirch, Entschuldigung. Feldkirch ohne EN. Feldkirchen ist ja was anderes. Okay, jetzt sind die fast aufgebraucht. Schau, die greifen hier auch an. Die machen es uns hier relativ einfach. Wir werden jetzt dann auch gleich relativ einfach hier von mehreren Seiten zerstören können. Ohne größere Verluste, hoffe ich. Schauen wir uns dann gleich mal den Kampfreport an. Was der spricht. Aber wie gesagt, ich erwarte jetzt hier keine großen Verluste in der Schlacht. Okay, wir haben keinen Mann verloren. Ein Fahrzeug ist draufgegangen. Und ein bisschen Equipment haben wir verloren. Also viel Equipment haben wir verloren. Nee, schmale Blödsinn. Warte mal kurz. Wir haben... Österreich haben viel Equipment verloren. Manpower haben wir gar nichts verloren. Gut, das lief super. 43 zu 10.000, ja gut. Würde ich mal als eine erfolgreiche Offensive bis jetzt bezeichnen. Die Gebirge würde ich vielleicht auslassen, weil die unsere Verluste doch zu sehr in die Höhe treiben würden. Aber immerhin haben wir schon mal die ersten österreichischen Gebiete integrieren können. Müssen wir nachher mal gucken, wie das mit dem Integrieren dieser Gebiete läuft. Das weiß ich nicht mehr ganz. Nächste sinnvolle Offensive wäre wahrscheinlich bei Salzburg. Da sollte man eigentlich ganz gut durchbrechen können. Unsere Jungs erstmal nochmal kurz alle in Position bringen. Okay. Treibstoff ist halt hier auch schwierig, aber... Ah, warte, wir können sogar dorthin vorrücken. Warte mal kurz. Ihr geht mal dorthin. Wir müssen das ausnutzen, dass die Österreicher natürlich weniger Division haben, bevor sie es ändern. Drei weitere Militärfabriken. Also wir könnten... Müssen wir nur kurz warten. Gibt es nochmal Verschiebungen? Nein, gibt es nichts. Geht ihr mal dorthin, dass wir die dorthin bewegen können. Das sind aber auch zwei Provinzen, oder? Ja. Also relativ viele Provinzen hier in Österreich, muss ich gestehen. Zu meiner persönlichen Unzufriedenheit. Ist hier leider nicht so einfach, die Jungs einzukesseln, wie ich das gerne hätte. 50th State und the Social Democrat Estate will increase, aber wir haben jetzt, wie gesagt, NPD ist bei 25%. Das ist die Mehrheit, die sie bei Wahlen hätten. Und wir können natürlich auch noch weitere Mittel und Wege ergreifen, falls wirklich notwendig. Jetzt gehen wir erstmal nochmal dort unten hin. Multicore-Prozessors, dankeschön. Und dann wäre das nächste auf alle Fälle hier Organized Industry 2. Construction 2, Basic Heavy Equipment haben wir dann auch alles. Industrial Alloys. Natürlich trotzdem auch ein bisschen weiterhin Waffen erforschen. Natürlich auch wichtig. Ja gut, das macht jetzt hier wenig Sinn. Dass ihr euch jetzt hier alle auf einen Flecken stellt. Aber die haben Salzburg aufgegeben. Aber warte mal kurz, ihr geht dann mal dorthin. Ihr geht dann nach Salzburg. Ich finde das gut, dass wir Gebiete ohne Kämpfe erobern können. Okay, das macht es jetzt sehr einfach für uns. Vielleicht können wir den Krieg beenden ohne größere Verluste. Je weniger Verluste oder Ausrüstung wir verlieren, desto einfacher wird es für uns in Zukunft. Durch diese ganzen zusätzlichen Sachen auch für uns dann gut nutzen können, diese zusätzliche Ausrüstung. Ja, jetzt geben sie den Flughafen auf. Da sind auch die kompletten Flugzeuge stationiert, die haben sich jetzt verlagert. Ziehen wir die Schlinge auch mal eins enger nochmal. Ja doch, können wir auch alles erobern. Jetzt greifen sie uns hier an. Das ist aber noch der österreichische Luftraum. Das ist alles chillig. Sorry nochmal, dass wir bei dem Kampf trotzdem nicht so viele Leute verlieren. Luftwaffe. Ah! Hört mal auf, uns hier also anzugreifen. Müssten halt die Jungs hier wegmachen. Ich hab das noch nicht umgestellt gehabt. Also entweder habe ich einen falschen Safe geladen. Oder ich bin einfach maximal verwirrt, keine Ahnung. Machen wir weiter mit unserem Civilian Build-Up. Wir haben nur leider keine Trucks. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dieser Kacke, echt. Auch ein bisschen zu wenig Division. Ich meine, das Problem ist, dass hier unsere komplette Armee aktuell
eingestuft wird und eingebraucht wird hiermit durch diese kleine Einkesselung. Schauen wir mal, erste Schlacht, Verluste 26 zu 776, das ist noch in Ordnung. Das hier unten wird jetzt interessanter. Haben wir 117 Mann verloren. Ausrüstung, ja, ein bisschen was, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, ist noch in Ordnung. Okay, jetzt können wir unsere ganzen Jungs jedenfalls mit zur Hauptfront schicken. Österreichischen Gegenoffensiven können wir abwehren. Also 225 Mann haben wir aktuell verloren, das geht aber immer noch. Dann holen wir uns den Flughafen. Damit ist die österreichische Luftwaffe komplett am Boden. Und jetzt auf nach Vienna oder auch Wien genannt. Aber das hat noch nicht gereicht, um Österreich zu Fall zu bringen. Ganz knapp, 22%. Wir bräuchten jetzt noch quasi eine Stadt. Was wir erstmal machen werden, ist uns diese Gebiete hier holen. Das sollte sicherlich auch ein bisschen dazu beitragen. Ja, 97%. Das sind zwei Provinzen hier? Ne, ist eine Provinz, ne? Schadmarmelade. Kommt dorthin? Ja. Immer noch 97%. Ja, dann müssen wir uns hier leider durchkämpfen. Nehmen wir erstmal hier hin. Und dann nach Graz. Und nicht Gras. Der Weg ist offen. Und damit sollte Österreich sich uns ergeben. Inklusive viel Ausrüstung, hoffe ich. Natürlich erobern wir das Ganze annektieren wir das Ganze natürlich komplett. Take our states. Und Anschluss 2023, meine Freunde. Er ist offiziell vollzogen. Haben auch sogar den ersten Fertigkeitspunkt für unseren Freund hier. Bekommt dann Improvisation Expert. Ich finde es mal ganz cool. 10% Bewegungsbonus an Land. Ist eine schöne Sache, wie ich finde. Das nächste heißt jetzt entweder Tschechei oder Polen. Huch. Und da würde ich eigentlich fast schon sagen, die Tschechen sind eigentlich auch fast deutlich interessanter. Ich glaube, die Polen, die sind wahrscheinlich etwa gleich auf mit uns. Mal kurz nach Agenten gucken. Schauen wir nach euch nach Polen rüber. Natürlich die Economy, das Intelligence hier ein bisschen weiter ausbauen. Okay, jetzt haben wir natürlich ein paar Fabriken extra. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir den Müll? Oder überhaupt? Monthly Growth, bla bla bla. Wie können wir denn die Dinger kornen? Sollte doch irgendwie möglich sein. Disabled due to insufficient garrisons. Gucken wir nochmal ganz kurz. Es gab hier irgendwo eine Erklärung, oder? Wie das funktioniert mit dem State Assimilation. To be able to core a state, you must have a positive value of political power. Haben wir. Be at peace. Haben wir. Not currently in a coup. Haben wir. Ah, 100% Compliance. Okay. Ja, das ist ein Problem, ne? Wir brauchen auf alle Fälle noch eine andere. Ah, das ist scheiße. Wir haben keine Army Experience. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir machen hier zum Beispiel einfach nur wieder Kavallerie-Division, aber die sind zu teuer. Deswegen können wir jetzt aktuell keine Garnison machen. So blöd das auch ist in dem Fall. Ausrüstung haben wir ein bisschen was bekommen. Motorized ist das Problem. Wird ewig dauern, bis wir das in den Griff bekommen. Aber da müssen wir durch, meine Freunde. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. So, also Compliance ist das hier. Das muss bei 100% sein. Das Problem ist nur, der Widerstand wird viel früher steigen. Wir leider keine Garnison haben, die das ganze Gebiet abdecken können. Enlightenment Values. Game-based Ability. Fascist. Na, das ist aber schlecht. Social Programs. Finance Public News Office. Weekly Stability. Gibt es denn sonst noch so? Genau, die Unternehmenssteuerreform. Die Snap Elections. Könnten wir quasi jetzt Neuwahlen machen. Weekly Manpower, Gonsmogut Factories. Das ist alles nicht so toll. Gibt es eigentlich sonst nichts mehr, was ich irgendwie noch gerne machen würde, ne? Operative Slots. Kostet uns aber 5 Fabriken, Zivilfabriken.
Politischer Machtzuwachs, minus 2%. Consumer Good Factories, dafür gibt es Stabilität, Economic Growth und Construction Speed. Machen wir das doch mal noch nebenbei. Das hört nämlich hier unser Wachstum. Da wäre mein Ziel schon, dass wir langfristig auf, hochkommen erstmal. Irgendwas, womit wir unsere Wirtschaft verbessern können. Pakistan hat Pakistan den Krieg erklärt. Interessant, also viele interessante Sachen hier wieder geschehen. Österreich wurde erfolgreich wieder integriert. Wir müssen gucken, was die nächsten Ziele sind. Wir sind natürlich nichts weiter wie ein kleiner Fleck Dreck auf der Erde. Wenn man sich mal andere Länder anschaut, die sind natürlich deutlich stärker aufgestellt. Da müssen wir mal gucken. Schaut sich mit Frankreich aus. Ja, Frankreich auch. Also wir sind relativ schlechten Punkt. Wir müssen halt immer aufpassen. Es kann jederzeit passieren, dass uns jemand den Krieg erklärt. Da müssen wir vorbereitet sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.